en la ciudad de Nueva York, vivía Lucas y estaba muy emocionado porque pasaría sus vacaciones en la granja de su primo. En la ciudad de New York lebte Lucas y war sehr aufgeregt, denn würde seine Ferien auf dem Bauernhof seines Cousins verbringen. Tomás, que era su primo, era un niño inquieto y molesto. Thomas, der sein Cousin war, war ein unruhiges und ärgerliches Kind. Lucas llegó a la granja de Tomás, que estaba llena de campos verdes, animales y aire fresco. Lucas kam auf den Bauernhof von Thomas, der voller grüner Felder, Tiere und frischer Luft war. Pero desde el principio, Tomás empezó a jugar de una manera molesta, molestando a los animales. Aber von Anfang an begann Thomas auf eine lästige Art zu spielen und die Tiere zu stören. En la tarde, los dos niños decidieron ayudar en la granja. Se acercaron a las vacas para ordeñarlas y recolectar leche fresca. Am Nachmittag beschlossen die beiden Kinder, auf dem Bauernhof zu helfen. Sie gingen zu den Kühen, um sie zu melken und frische Milch zu sammeln. Pero Tomás derribó el balde de leche, y la leche se derramó por todas partes. Aber Thomas stieß den Milcheimer und die Milch ergoss sich überall. Lucas, en lugar de enojarse, decidió ayudar a su primo a recolectar huevos. Lucas, anstatt sich zu ärgern, entschied sich seinem Cousin zu helfen, Eier zu sammeln. Pero Tomás, juguetón como siempre, tiró los huevos al suelo, rompiéndolos todos. Aber Thomas, immer so verspielt, warf die Eier auf den Boden und zerbrach sie alle. Más adelante, intentaron hacer queso con la leche, pero Tomás intencionalmente dejó caer el queso en el suelo. Später versuchten sie, Käse aus der Milch herzustellen, aber Thomas ließ absichtlich den Käse auf den Boden fallen. Finalmente, decidieron cocinar pollo para la cena, pero Tomás, al intentar ayudar, quemó la comida. Schließlich entschieden sie sich, Huhn für das Abendessen zu kochen, aber Thomas verbrannte das Essen, als versuchte zu helfen. A pesar de todos estos problemas, Lucas decidió no enojarse con su primo. Trotz all dieser Probleme entschied sich Lucas, nicht böse auf seinen Cousin zu sein. En lugar de eso, le explicó lo importante que era cuidar de las cosas y cómo su comportamiento afectaba a la granja y los animales. Anstattdessen erklärte ihm, wie wichtig es war, sich die Dinge zu kümmern und wie sein Verhalten den Bauernhof und die Tiere beeinflusste. Tomás, sintiéndose mal, decidió ayudar a limpiar y arreglar todo lo que había dañado. Juntos, trabajaron como un equipo, y la granja volvió a estar en orden. Thomas, der sich schlecht fühlte, entschied sich zu helfen, alles zu reinigen und zu reparieren, was beschädigt hatte. Zusammen arbeiteten sie als Team, und der Bauernhof war wieder in Ordnung. Al final, los dos niños aprendieron una lección valiosa sobre la importancia de cuidar los alimentos y ser responsables. Am Ende haben die beiden Kinder eine wertvolle Lektion über die Bedeutung der Pflege von Lebensmitteln und Verantwortung gelernt. Compartieron una cena deliciosa con la comida que habían preparado juntos. Sie teilten ein köstliches Abendessen mit dem Essen, das sie gemeinsam zubereitet hatten. Es maravilloso cuidar de todas las cosas y los animales y también ser responsables. Esto implica cuidar con cariño lo que nos rodea. De este modo, todo se mantiene en armonía, y nosotros también nos sentimos contentos.